Hallo, ihr schaut Endeavor TV, mein Name ist Yasir, heute im Unboxing das Asus EPC R011PX. Das Besondere an dem Netbook ist, dass es mit Ubuntu daherkommt und das Gerät momentan 250 Euro bei Amazon kostet. Gucken wir uns die genaue Spezifikation an. Es hat einen Intel Atom 455 mit 1,6 GHz Single-Core CPU, 320 GB Festplatte, 2 GB DDR3 RAM und natürlich hat es WLAN BGN Standard, 0,3 Megapixel Kamera und leider nur ein 3 Zellen Akku. Packen wir das Gerät mal aus. So, zuerst natürlich das Gerät. Ich lege es mal kurz zur Seite, gucken wir, was noch sonst in der Box drin steckt. Ja, wir haben hier den Akku, 3 Zellen Akku. So sieht's aus. Damit kann man mit einer Akkuladung kommt man ungefähr auf 2 Stunden, 2,5 Stunden Maximum, denke ich mal. Mehr wird da auch nicht drin sein. Und natürlich haben wir hier den Netzstecker, was sehr schön gemacht wurde, mit dem Asus-Logo hier. Wir haben ein LED-Licht hier, es leuchtet also blau im Dunkeln und ja, so sieht's aus. Dann haben wir hier einen Klettverschluss, könnt ihr dann das Kabel so beliebig lang machen oder kurz, so wie ihr es momentan braucht. Und so sieht der Stecker aus, sehr klein. So, das lege ich mal hier hin. Dann haben wir noch natürlich Garantie, Bedienungsanleitung und EPC Ubuntu Edition Notice, weil wir hier halt das Linux-Betriebssystem Ubuntu drauf haben. Es ist noch in der Version 10.10 ist das, also eine ältere Version, und das kann man momentan nicht updaten, obwohl eine aktuelle vorhanden ist. So, das lege ich mal zurück, dann packen wir das Gerät mal aus. So sieht's aus, wir haben hier ein Asus-Logo und einen schönen Muster, was sich auf die ganze Fläche hier verteilt und sich ein bisschen rau anfühlt. Es ist eine matte Oberfläche, also Fingerabdrücke sind etwas schwerer zu erkennen als bei einer glänzenden Oberfläche. Dann die Rückseite sieht dann so aus, genau im gleichen Muster gehalten. Und dann kommen wir schnell zu den Anschlüssen. Auf der linken Seite haben wir einen Netzwerkanschluss. Hier könnt ihr das Gerät aufladen. VGA-Anschluss, USB 2.0. Ausgang für den Lüfter hier. Auf der Seite haben wir einen SD-Kartenslot mit einem Dummy. Und daneben ein Kopfhörer sowie Mikrofonanschluss in einem. Nochmal zwei, also hier dann zwei USB 2.0 Anschlüsse, ein Kensington Keylock und ein Netzwerkanschluss. Auf der Rückseite haben wir nur den Schlitz für den Akku und natürlich hier ein SIM-Karten-Slot, wo ihr dann selbst das Gerät nochmal nachrüsten könnt. Und auf der Unterseite haben wir hier ein Kästchen, was mit einer Schraube verschlossen ist. Da wird wohl der RAM drin liegen, was man dann aufrüsten kann. Das zeige ich euch in einem nächsten Video, wie das funktioniert und wie einfach das ist. Kommen wir zum Gerät selbst. Nochmal. So sieht's aus. Die Seite ist glänzend, ja, ist alles glänzend gehalten. Also der Rahmen ist glänzend, das Bildschirm ist matt und so sieht's aus. Ein Single-Mouse-Button und eine schöne schicke Tastatur, die ja ist recht stabil, es lässt sich nicht weit reindrücken. Was schade ist, wir haben auf beiden Seiten
eine sehr kleine Shift-Taste und hier lustig eine Windows-Taste, obwohl hier Ubuntu drauf steht, aber da kann man ja natürlich noch Windows drauf spielen später, wenn einem Ubuntu nicht gefällt. So, dann haben wir außerdem noch die 0,3 Megapixel Kamera sowie Mikrofon auf der Seite, schätze mal, ist das. So sieht das Gerät aus und hier schauen wir mal schnell nach. Ja, das glänzt alles. Also ist auch glänzend. So sieht's aus und kurz zum Display. Also man kann es nicht komplett nach hinten klappen. Manchmal stört es, wenn man das Gerät auf den mal irgendwo sitzend benutzt und man kann es nicht komplett nach hinten klappen. Ist eigentlich schade. So, das war das Unboxing zum Asus R011PX. Weitere Videos und Tests werden folgen. Vielen Dank fürs Zusehen. Mein Name ist Yasir und ihr schaut den David. Danke.